Hallo, ihr Hübschen. So, jetzt mache ich einfach mal so ein paar Büchervorstellungen. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich noch nicht vorgestellt, ne? Cordula Stratmann. Ich schreibe, aber lesen müssen Sie selbst. Es ist echt wundervoll geschrieben. Es ist ein Buch von... ich guck mal nach dem Jahr. 2003, erste Auflage. Und Leute, das ist vom Kiwi Verlag. Und ich habe es angefangen zu lesen und ich musste es leider wieder zusammenkleben, Leute. Das war das erste Buch vom Kiwi Verlag, was mir auseinanderfiel. Ja. Und wo ich dann echt sauer war. Irgendwie, weil ich gedacht habe, was ist jetzt los? Mir fallen die Seiten hier auseinander, ja. Ist auch schon ein bisschen älter, steht schon ein bisschen im Schrank, ist schon ein bisschen staubig, aber egal. Und ist auch sehr schön geschrieben. Ich meine, das ist echt wundervoll. kennt ihr denn die Cordula Stratmann? Auch bekannt als Annemie Hülschrath. Ich lese mal diese hintere Seite vorne. Immer nur lesen. Lesen, lesen. Man sollte mal öfter selber eingreifen. Nicht immer nur andere machen lassen. Ich schreibe jetzt einfach mal selber ein Buch. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wirklich eine gute Sache werden kann. Genau, höchste Zeit, dass Cordula Stratmann, bekannt als Annemie Hülschrath, sowie als Kabarettistin auf der Bühne loslegt und ihr Vorhaben in die Tat umsetzt. Dieses Buch ist etwas ganz Besonderes, geschrieben speziell für sie von einer Autorin, die laut Westdeutscher Zeitung ihr Publikum mit Charme, Witz, Parodie begeistert und einfach urkomisch und durchweg ungemein sympathisch ist. Ihnen bestimmt auch. Wenn Lachen gesund ist, sollten 2 Stunden Cordula Stratmann von der Krankenkasse bezuschusst werden. Westdeutsche Zeitung. Oder Anzeiger, wie auch immer. Ich habe es damals gelesen, ich habe es gefressen sozusagen. Und ja, ich denke mal, deswegen sind die Seiten auch rausgefallen, weil ich sie einfach fressen wollte. Dann hat sie auch so ein schönes Gesicht noch gemalt. Also es ist auf jeden Fall auch sehr lustig geschrieben und man kann eigentlich die ganze Zeit fast nur lachen. Sind auch ein paar Bilder drin. Tada! Und probiert es einfach aus und lest es. Ist ganz einfach. So, ich lese es jetzt nicht normal durch. Ich habe das 2003, 2004 gelesen. In der Zeit, wo ich auch Christine Westermann gelesen habe. Die hat mich einfach auch angetan, die Frau hier. Und ich war wirklich sauer über dieses Buch, was mir auseinanderfiel. Und eigentlich auch ein bisschen auf diesem Verlag. Aber andererseits, naja... Es lag vielleicht doch an mir. Ne, also hier kann man sehen, ich habe es zusammengeklebt, damit doch die einen Seiten noch ein paar Kapitel halten. Und da sind echt die ersten 26 Seiten. Nein, das ist ja die 26. Seite. Aber ich glaube, das sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also die ersten 9, fast 10 Seiten. Ja, sind rausgefallen. Naja, ich hoffe, wenn ihr euch das Buch jetzt irgendwo holt oder was weiß ich, irgendwo her holt oder kommt, bekommt, dass es noch heile ist, dass es zusammen ist, dass es nicht so geklebt ist und dass es einfach euch ja, zum Lachen bringt, so wie mir. Mich meine ich, wie auch immer. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen und fangt etwas an zu lesen. Es macht Spaß. Ciao!